wunderschön. Ich bin mir sicher, das Almöhi-Mädchen hätte uns hingeführt, wenn nur dieser blöde Hund nicht gewesen wäre. Aber die Stelle finden wir doch nie wieder. Das lass nur meine Sorge sein. Und wenn wir uns nun verlaufen? Hey! Es war kurz hinter der Weggabelung. Hm. Und genau dort müssen wir anfangen, wenn wir den Schatz finden wollen. Hm. Hört sich gut an. Also los, lasst uns keine Zeit verschwenden. Gehen wir. Theresa, komm bitte mal hier. Wartet auf mich. Ich bin gleich wieder da. Der Geißenpeter ist den ganzen Tag oben in den Bergen. Uns bleibt genügend Zeit, den Schatz zu suchen. Großvater! 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 Ich muss sofort zu Peter. Ich will ihm unbedingt etwas sagen. Du willst zu ihm auf die Alm gehen, allein? Schlag dir das aus dem Kopf. Großvater, bitte, bitte. Er ist doch mein Freund und es ist wirklich wichtig. Du musst mir vertrauen. Ja, schon gut. Danke. Großmutter! Heidi. Kannst du mir helfen? Sag bloß, du musst schon wieder ein notleidendes Tier retten. Nein, es geht um Peter. Ach ja? Hat sie nicht gesagt, sie wird gleich zurück sein? Vielleicht hat Peter dort irgendwo Essen versteckt. Denkst du denn nie an etwas anderes als ans Essen? Du bist pünktlich zurück, bevor ich die Waren ausliefern muss. Nicht wie letztes Mal, als ich eine Stunde auf dich warten musste. Ja, Mutter, ich verspreche es dir. Warum hast du dich denn so verspätet? Das geht dich überhaupt nichts an. Kommt schon, gehen wir. Karl sind hinter deinem Schatz her. Was? Oh nein! Das verheimlichst du also? Du hast im Wald deinen Schatz versteckt? Ja, so ist es. Und wenn sie ihn finden, dann bist du an allem schuld. Sie hätten keine Ahnung, wo sie suchen müssen, wenn du mir nicht hinterhergeschlichen wärst. Ich bin dir nicht hinterhergeschlichen. Woher sollte ich wissen, dass du einen Schatz hast? Siehst du, deshalb sollten Freunde keine Geheimnisse haben. Sonst hätte ich nämlich viel besser...